Hallo, ich bin Hamza Demir. Ich bin Buchhalter. Da ich die Politik der Erdogan-Regierung nicht akzeptierte, wurde ich als Terrorist abgestempelt und sollte ins Gefängnis kommen. Ich musste aus der Türkei fliehen und kam nach Deutschland. Ich habe Deutsch gelernt und hier angefangen, als Buchhalter zu arbeiten. Ich kann meinen Beruf frei ausüben und freue mich darauf, dass ich zur deutschen Gesellschaft beitragen kann. Ich habe mir nicht ausgesucht, Flüchtling zu sein. Wir sind keine Belastung, sondern eine Bereicherung.